Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem zweiten Char hier mit dem Warlock und dem Meilenstein-Loot, sozusagen auch meinen Wochenloot, weil danach gibt es erstmal nichts mehr zu holen hier. Ja, wir gehen erstmal kurz gucken, ob ich jetzt gleich überhaupt die Gramme einlösen kann. Ich gehe mal kurz zu Zavala, aber da hole ich noch nichts weg. Ich fange immer erst bei K6 an. Zu denen gibt es neue Infos, werde ich gleich noch was zu sagen, aber erstmal kurz checken, ob ich das dann gerade abholen kann hier oder nicht, weil sonst backt es gleich wieder rum. Ja, hab ich schon gedacht, es backt wieder rum. Wie gesagt, wenn mittlerweile euer Inventar voll ist, was Engramme angeht, also die 10 Stück im Inventar habt, also ich meine das hier, die hier oben, dann funktioniert es irgendwie nicht so richtig, dann könnt ihr irgendwie die Engramme, die Meilenstein-Engramme dann nicht abholen. Ich habe keine Ahnung warum, es nervt aber auch ein bisschen, das war früher glaube ich nicht so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es nervt halt auf jeden Fall ordentlich. Ich nehme mal kurz ein Low Level. So, weg damit, jetzt soll es auf jeden Fall gehen. Ja, es wurde gesagt, dass schon Destiny 3 in der Entwicklung ist. Schöne Sache, oder? Und nicht mal Destiny 1, beziehungsweise Destiny 2 noch nicht mal richtig zum Laufen gebracht. Alles hier, Endgame, wie gesagt, immer noch Mist. Aber die wollen ja nächste Woche nachbessern. Nächste Woche Fraktionsrally und auch ein Patch etc. Eventuell kommen auch vielleicht neue Sachen dazu. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich machen sie jetzt mal ein bisschen was. Weil, wie es jetzt ist, wie gesagt, gefällt mir nicht mehr. Irgendwann ist halt Feierabend, die Meilensteine mache ich noch gerne und so ab und zu mal zocken, aber ich brauche halt auch immer so 4-5 Tage Pause, also 2 Tage zocke ich meist Destiny 2 und dann mache ich meist so 4-5 Tage Pause, weil es gibt hier nichts mehr zu holen, durch die außer dritten Schau hochziehen, aber da habe ich keine Lust zu, weil das dauert einfach zu lange. Gute und Arbeit, da spielen wir nochmal andere Spiele zwischendurch. So, jetzt haben wir aber erstmal Flashmond Engramm ab hier für die ETZ hier und ja, leuchtendes planetarisches Engramm, 30, mal gucken, was rauskommt. Oh, cool. Obsidianischer Aspekt, muss Epoch 3 Raketenwerfer. Das ist schon mal nicht schlecht. Also das finde ich schon mal gut. Das ist ja schon mal nice. 330er Level, das ist auch schon mal gut. Den kann ich schon mal weghauen. Ja, wie gesagt, den kann man jetzt gut hier zum Infundieren nutzen für andere Raketenwerfer prinzipiell. Ob der jetzt gut ist, weiß ich gar nicht. Das Beständige unterliegt letztendlich dem Wechselnden. Alles klar, das hat das Ding hier so. Fixer Zug, Impulsivgeschosse. Ja, also bessere Raketenwerfer sind halt Applaus, Warcliffe-Spule und gibt's noch einen? Weiß ich gar nicht genau. Das sind wohl die gängigen Raketenwerfer, die man immer nimmt. Also zum Infundieren werde ich das Ding hier auf jeden Fall behalten. So, jetzt habe ich hier was Neues gekriegt. Obsidianischer Aspekt Panzerhandschuhe. Sehr nice. Was steht da oben? Habe ich die Natter in der Lippe? Ja, weiß nicht. Ah, oh, sieht ja richtig nice aus. Finde ich. Aber ich kann das auch was Gutes. Mal gucken. Cobra-Totem. Waffen sind sehr schnell bereit und laden sehr schnell nach. Nahkampf ist erweitert. Okay. Hört sich eigentlich ganz interessant an. Das hört sich gut an für PvP, sag ich mal. Jo, eigentlich würde ich ganz gerne mal anlegen. Jetzt, warte mal, habe ich einen 33er Helm hier irgendwo? Da, 35er Helm natürlich. Jo, habe ich. So, legen wir die gleich mal an. Ja, doch, die lassen wir doch erstmal direkt an. So, das gefällt mir schon mal. Sehr schöner Loot am Anfang. Nice, sehr schön. Ja, zu denen gucken wir uns zum Ende hin nochmal die Sammlung an von dem Warlock. Und ja, sonst, weiß nicht, weitere Informationen immer bei meinen MMO. Mal gucken, die machen es immer sehr gut da. Gehe ich auch immer hin und gucke immer. Und neue Informationen habe ich mir meistens immer darüber über das Portal. Also, auf jeden Fall ein Besuch wert, sagen wir es mal so. So, ich will mal gucken, ob ich noch was zu einer Poststelle habe. Habe ich irgendwas vergessen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Willkommen zurück. Oh, ja gut, die lassen wir jetzt erstmal drinne. Muss ich aber nochmal aufräumen, mal vergessen. Macht aber nichts. So, Zavala hat auch noch ein bisschen Meilenstein-Loot für mich. Und zwar einmal für Strikes und einmal für Dämmerung. Normalerweise am Anfang zeige ich immer, was ich einsammeln kann. Habe ich jetzt mal gelassen. So, Yoshi's Strikes Engramm. Mal gucken, was er mir da gibt. Würdest du einen taktischen okay, Graviton-Lanze einmal und Xenos-Teil 4 Schuhe. Wie gesagt, ich habe ja alles auf 335, deswegen ist jetzt alles nur noch Luxus-Drops sozusagen. Ich weiß es. Aber hier habe ich schon mal 335, warte mal, 335, 334, okay, die kann ich mir kurz recyceln. Wie gesagt, alles, was ich doppelt habe jetzt mittlerweile, außer jetzt zum anderen Char nicht, ich recycle, wenn es 335er Power-Level hat, das Equipped oder halt die Waffe, dann werde ich es behalten. So, Impulsgewehr, Graviton-Lanze einfach hier. Kennt ihr ja auch. Ist eigentlich ganz lustig, kann man eigentlich ganz gut mit spielen. Ist ein bisschen verzieht ziemlich stark, aber sonst ist die ganz okay. Stell dir Zeitraum als Webteppich auf einem Webgerät vor. Diese Waffe ist die Nadel. Alles klar, da haben wir hier einmal schwarzes Loch. Der dritte Schuss einer Salve reißt ein Loch in Raumzeitkontinuum, verursacht hohen Schaden und Rückstoß ohne Schadensabfall. Da haben wir einmal noch hammergeschmiedeter Drall.
dann verbesserte Geschosse, dann hier einmal Kosmologie, dann hier einmal noch angepasster Schaft. Eingebaut hier ist der Waffenangriffsmod. Ja, Paul, 335. Nice, eigentlich sehr schön, finde ich gut. Kann ich gebrauchen. So, dann haben wir hier noch die Füße gekriegt hier. Xenox-Tal 4. Warte mal, hab ich die schon irgendwo? Ne, aber ich war eigentlich Platz. So, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Ist eigentlich nur fürs Infundieren gedacht. Mach ich doch hier auch direkt. Luna-Faktor-Stiefel, auch wenn die vielleicht nicht so gut sind, aber empfinde ich trotzdem hier rein, weil was soll's. So, zack, habe ich die auch auf 335. Kann's mir erlauben, deswegen ist ganz gut. So, Dämmerungs-Meilenstein gut. Du hast heute für die Toten gesprochen. Dein Sieg ist unsere Antwort. Okay, die wichtigste Zutat und Xenos-Teil 4 einmal die Panzerhandschuhe dazu. Ja, könnte ich auch zum Infundieren nutzen, mache ich natürlich auch direkt hier unbarmherzig, braucht man natürlich immer für einen Raid, ne? Und für andere Aktivitäten auch. Da wird es direkt reingefunden, damit ich die auch auf 335 habe. Schon mal nett, schon mal gut. Da kommt gerade genau das, was ich noch brauche, um andere Sachen hoch zu infundieren. Xenos Teil 4, da könnte ich eigentlich auch was infundieren. Was mache ich denn da? Warum mache ich die hier, ne? So, Kahnstein, Armbinden, da infundiere ich das rein. So, wo sind sie denn hier? So, natürlich aufpassen, dass ihr nicht eure Sachen infundiert, die ihr noch braucht hier, ne? Also Monarchie-Handschuhe und so, da muss ich echt aufpassen, dass ich das Falsche wähle. Das habe ich ein kleines Problemchen. So, jetzt gehen wir zu Lord Jacksonholms Ruf zu den Waffen ab. Und ja, geht schon langsam ein Ende zu. Aber bis jetzt ist es gut, also kann mich nicht beschweren, läuft. Sehr nett eigentlich von Bungie, dass wir hier so schöne Sachen geben hier. So, Ruf zu den Waffen, Meilenstein. Oh, okay, ja genau. Meisterwerkwaffe, schnelle Sonnenwende, okay, und Ankersuchender 4. Hm. Ich weiß deine Ansichten zu schätzen. Ich bin weg hier, weil Lord Shaxa will auch mal recht viel und gerne. So, ja, die Waffe ist eine einfache Pistole. Ich will die Steine haben, die Kerne, die da rauskommen. So, jetzt habe ich zwei Kerne. Wie viel habe ich jetzt insgesamt? 10. Ich kann jetzt eine Waffe zum Meisterwerkwaffe machen. Ich weiß auch noch nicht welche. Muss ich nochmal gucken irgendwann, welche ich da mache. Wie gesagt, wenn ihr alle auf der linken Seite alle Waffen als Meisterwerk habt, seid ihr schon mal sehr gut, weil dann produziert ihr Sphären wie blöd. Und eure Teammates haben da auch ordentlich was von. Also das lohnt sich auf jeden Fall. So, Anker suchender 4. Da gehe ich auch nicht näher drauf ein. Lasse ich hier so drinne. Oder kann ich was infundieren? Nö, wir sind alle auf 335. Okay, lassen wir mal so. Aber auch nett. Guter Loot. Bin ich mir zufrieden. Wie gesagt, Meisterwerkwaffen, wenn ihr alles Meisterwerkwaffen habt, dann ist es echt easy. Dann macht ihr Sphären hier und da und überall. Und dadurch kommen eure Teams natürlich auch weiter. Wenn ihr alle im Team zu dritt alle Meisterwerkwaffen drin habt, dann geht es richtig ab. Also da guckt ihr nur, wie eure Super sich innerhalb von 2 Minuten auflädt, so ungefähr, wenn viele Gegner da sind. So, letzter Meilenstein-Loot hier bei Soraya. Du gibst einfach nicht auf, oder? Hast Gaul ausgeschaltet. Ja, das geht auch ganz erweckt. Gerne, so holen wir direkt ab. Und jetzt hört man überall, wie sehr du okay, Telesto, Xenox-Teil 4, Brustschutz, und okay. Hab ich mit dem ja, ist auch nicht schlecht eigentlich. Auf dich acht, ja? Aber ist der Doppel-Loot, den werde ich dann halt zum ersten Char transferieren, die Telesto, weil ich glaube, da habe ich noch nicht auf 335. Wie gesagt, alles, was ich hier doppelt habe und 335 werde ich entweder in den Tresor packen oder halt dann, ja, dann zum nächsten Char transferieren. Mal gucken, aber das gucken wir uns direkt nochmal an. Telesto Fusionsgewehr, Überbleibsel der Herolde der Königin befinden sich immer noch bei den Monden des Saturns. Alles klar, da haben wir einmal ungeplante Gnadenfrist. So, Fusionsprojektile bleiben haften und detonieren mit einer verzögerten leere Explosion. Dann einmal Projektionszünder noch, dann einmal Puls des Vorboten und zum Schluss hier Polymergriff. Eingebaut hier ist der Waffenangriffsmod. Ja, 335er Powerlevel ist schon mal nett. So, dann haben wir hier nochmal einen Brustschutz gekriegt mit 330 Xenos Teil 4 Brustschutz. Ja, nichts Besonderes eigentlich, ne? Sieht auch nicht gerade, sieht aus wie eine Thermodecke, weiß ich auch nicht. Aber kann ich jetzt zumindest das Blauding mal weghauen hier. So, und jetzt gehen wir uns nochmal kurz die Sammlung angucken. Dann sind wir auch schon durch mit meinem Wochenloot. Aber ich bin zufrieden, wie gesagt, ein Exo gekommen, was ich noch nicht hatte. Ist schon mal nett, ist schon mal super. Also freut mich auch. Und dann nächste Woche geht's dann los. Mit dem Patch erstmal Dienstag, mal gucken, wie lange das dauert, bis wir ihn draufgespielt haben. Dann geht's auch los wieder mit neuen Meilensteinen, Dämmerung, alles neu. Wie gesagt, werde ich auch wieder ein Video zu machen und dann Fraktionsrally. Mal gucken. Ich werde hier mit dem Warlock wahrscheinlich Tote Orbit nehmen und mit dem Titan werde ich wahrscheinlich dann neue Monarchie nehmen und mit dem Jäger dann halt einfach provisorisch einmal dann noch Kriegskult der Zukunft. Aber wie gesagt, mit dem Jäger spiele ich im Moment nicht, weil die Zeit ist nicht da und so viel Destiny spielen will ich dann jetzt auch im Moment nicht. Vielleicht nächste Woche wieder ein bisschen mehr, wird sich zeigen. Mal gucken. So, Sammlungen. Hier einmal 22 Waffen, natürlich, wie beim Titan auch.
schon gesehen wahrscheinlich, wenn ihr meine Videos verfolgt. Ja, 4 Exo-Waffen vom Add-on. Ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich mehr? Weiß ich gar nicht genau. Ja, Prometheus-Linse einmal hier noch, die Kolonie, dann die Schaler, ist mir gesagt bei Gesur gedroppt, hätte ich echt Glück gehabt. Und dann hier noch die Telesto. So, die anderen sind natürlich auch Standard, sag ich mal. Die sollte man mittlerweile schon haben. So, dann kommen wir jetzt zu den Ausrüstungs- Exotex. Ja, da 4 Sachen jetzt hier. Äonenseele, dann einmal Abendandacht von Radius, dann haben wir noch obsidianischer Aspekt, die ich ja gerade gekriegt habe in diesem Video. Auch sehr schön, dass ich den gekriegt habe, freut mich. Und dann haben wir noch der Hirsch. Ja, das sind die Sachen, die ich jetzt nochmal bei Warlock habe. Eigentlich kann ich es auch sehen lassen, finde ich ganz okay. Die Gesten sind halt wie üblich diese hier, wie man sie kennt. Die Abzeichen sind, haben sich auch nicht geändert. Es sind recht viele, 51 und hier nochmal 10, also 61 Abzeichen, eigentlich ganz okay. Ja, habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Ich glaube nicht. Hoffe ich zumindest. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt mal langsam so losgeht, dass man das Endgame auch besser spielen kann und dass man nicht immer nur Meilensteine macht. Weil sonst ist es dann doch irgendwann zu langweilig. Aber wie gesagt, Meilensteine mache ich immer mit jedem Char und ich setze dann immer Einsatztruppmedaillon ein und 3 der Münzen. Und ja, mal gucken, was in so Zukunft noch kommt bei Destiny 2, weil Destiny 3 wurde ja schon angekündigt. Ja, nochmal danke fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Destiny 2 wird auf diesem Channel reingehauen. Tschüss!